älter, desto besser, werden 10 Ratschläge gegeben. Immer zu lernen, gründlich zu denken, sich vernünftig anzuziehen, mit dem eigenen Scheitern umzugehen, weise zu werden, staunen zu lernen und jeden Tag etwas Neues zu beginnen. Viele Menschen, die sehr alt sind, bis 100 eigentlich, können sehr, sehr aktiv sein. Und die Frage, ob es die Gene sind, ich weiß nicht, das ist gar nicht so wichtig, sondern man muss aktiv bleiben, man muss sich für Dinge interessieren, jeden Tag seine Ziele verfolgen. Das Gehirn ist eigentlich wie so ein Muskel, will betätigt werden und das geht bis 100 Jahre. Wann fängt das Altern eigentlich an? Das hängt davon ab, welche Einstellung ich zu mir selber habe. Ich glaube, man muss die Vorteile des Älterwerdens auch sehen und sein Leben so einrichten, dass jeder Tag zum Beispiel ein Gewinn ist, ein Genuss ist. Das heißt, Alter ist eine Lebenseinstellung. Und wenn ich aktiv bleibe, mein Leben selber in die Hand nehme, dann bin ich eigentlich nie richtig alt.